I got it. Ah, it was a long journey. Yes, man. Oh, what? It's cold? Oh, okay. I can help you. Yeah, really? You don't believe it? Wait a minute. Wait. Oh, yes, man. I can help you. Oh, yes. Yes, it's better now. You like it? Okay. Yeah, I know, it's cold outside. It's late. And if you want, you can close your eyes. And we'll see you tomorrow. Yes. Ja, zusammen. Leider konnte ich bis morgen nicht warten. Ja, die Box muss dann natürlich direkt aufgemacht werden. Aber ja, dass man die überhaupt noch gekriegt hat, da bin ich auch froh drüber. Und ja, wer weiß, ne? Die gab es ja ein paar Stunden lang bei Amazon, das habe ich ja auch gepostet. Und ja, wer von euch auch Glück dabei hatte, auf jeden Fall, ne? Herzlichen Glückwunsch, die Box erwischt haben zu können, ja. Zumindest die deutsche Version. Ich weiß jetzt nicht, bei der englischen Variante, wie das denn jetzt mit der Tonspur aussieht. Also die gibt es immer noch bei Amazon. Und ja, die ist dann auch natürlich ein bisschen günstiger, aber als ich dann gesehen habe, dass man die deutsche Version noch kriegen kann, habe ich natürlich zugeschnappt und ohne zu überlegen, ja. Wir machen die Box natürlich auf. Ich habe hier schon so ein bisschen eingerissen gehabt an der Seite. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Also ich freue mich riesig. Super. Ja, und die war jetzt auch nicht günstig, die Box, muss ich ehrlich sein. Ja, wenn man bedenkt, dass man die ganzen ja, Herr der Ringe und Hobbit-Filme viel günstiger in 4K kriegt. Ja, also in diesen Keepcases kriegt man die ja jeweils, die Trilogie, für knapp 50 Euro. Also ja, 100 Euro, dann hat man die kompletten Filme. Und hierbei hat man dann natürlich ein bisschen mehr drauf bezahlt, sage ich jetzt mal. Aber mal schauen, ob es auch wert war. So sieht die Box aus. Also von vorne sieht es ja schon genial aus. Also ich liebe solche Limited Editions. Ja. Hier von der Seite. Mittelerde. Ultimative Sammler Edition in spektakulärem 4K und auf neu gemasterten Blu-ray Discs. Der Sammelschuber lässt sich auf verschiedene Arten aufstellen. Okay, schon mal gut zu wissen. Ja, 31 Discs enthalten Kinoversionen und Extended Versionen aller 6 Filme. Ja, das Wichtigste. Also vor allem die ganzen Extended Versionen. Sonst hätte ich die auch gar nicht bestellt gehabt, die Box. Also wenn, dann will man es ja auch komplett genießen. Ja, okay, jetzt machen wir mal die Banderole ab. Also so geht's dann. Ein bisschen vorsichtig sein. So. Einfach nach oben ziehen. Immer so ein Stückchen, ja. Lieber so, als wenn es irgendwie aufreißt mit den ganzen Banderolen. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ich habe das schon mal woanders gehabt.
Da ist die dann auch gerissen. Wo war das? Ich meine bei der Harry Potter, bei der Steelbook-Variante, also diese Tinbox mit den Steelbooks drin, da ist ja auch so eine Banderole gewesen. Und die muss man dann auch immer so abziehen und war ich ein bisschen zu voreilig. Und da ist es mir halt abgerissen, deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtiger. So, okay, schauen wir mal. Ja, das sieht schon mal echt cool aus. Was man sieht? Ja, okay. Dass das hier so ein bisschen unregelmäßig ist, seht ihr das? Oh, vielleicht kann man das so ein bisschen hin und her schieben. Okay, wenn es steht, dann sieht man das glaube ich nicht. Ja, es ist aber nicht so tragisch. Die Rückseite. Ich weiß gar nicht, wann ich die Filme das letzte Mal in den Extended Versions gesehen habe. Es wird wieder Zeit, deswegen habe ich mir die Box auch bestellt. Also zu Weihnachten wird das auf jeden Fall gesichtet. So, versuchen wir jetzt die Box mal aufzumachen. Ich denke so, das muss man irgendwie so... Ah, das ist so ein bisschen magnetisch, ist das? Mhm. Okay, das klappt man dann so auf und dann auch, ist auch magnetisch, so sieht es dann aus. So. So, aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, also wir hier kann man die dann so rausziehen, das sehe ich schon. So, Hobbit. Das legen wir erstmal beiseite. Also ich würde mal sagen, wir nehmen die kompletten Sachen hier erstmal raus. Hat jetzt halt so eine Box und hier sind die einzeln. Ja. Aber wir schauen doch mal, wie kriegen wir das jetzt hier raus? Von oben. Ach, das muss man dann auch hier noch mal so einknicken. Seht ihr das? Also hier wird das dann so aufgemacht. Und hier dann natürlich auch. Und hier wird das dann so aufgeklappt. Dann gibt es hier die Sachen nochmal, die man dann entnehmen kann. So. So sieht das dann leer aus. Okay. Das können wir dann erstmal zur Seite schieben. Also. Hier haben wir 1 und 2, 3, 4, 5, 6. Und dann natürlich noch diese Box. Die machen wir dann zum Schluss auf. Gucken, was sich da drin befindet. Fangen wir erstmal mit der Nummer 1 an. Ist ja klar. Der Hobbit. Eine unerwartete Reise. Also das ist halt so ein Pappschuber, ja okay, das kann man dann von oben oder von unten dann entnehmen. So, schauen wir mal, ob die Schärfe kommt. Okay. Kinoversion und externe Version des Films auf 4K. Ich bin wirklich auf 4K wirklich gespannt. Die habe ich in 4K noch gar nicht gesichtet, die Filme. Nur auf Blu-ray.
Und man hört ja immer so Sachen, ja, also die sollen dann eventuell doch nicht so gut sein in 4K. Aber ich lasse mich immer selbst überraschen. So, das ist die M-Ray. Kinoversion. Hier ist dann natürlich die Extended Version in 4K. Dann ist hier noch mal was lose. Ah, da sind schon Fingerabdrücke. Okay. Nicht schlimm. Ich bin jetzt nicht so pingelig. Kann man ja sauber machen, die Disk. Von daher. Das ist dann Teil 1 gewesen. Machen wir mal weiter. So, jetzt kommt der Hobbit, Smaugs Einöde. Ja, die Schuber sehen schon schick aus. Und die Farben sehen wirklich gut aus. Die Schärfe auch, stimmt. Machen was ja, ja natürlich, also Steelbooks würden mir dann besser gefallen. Selbst in diesen Boxen, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Steelbooks da reingepasst hätten. Wie dick ist denn jetzt ein Steelbook? Eventuell schon. Ich weiß es nicht, aber okay, man kann ja nicht alles haben, natürlich. Kinoversion. Standard in 4K. Und Extended auf Blu-ray. Weiter geht's mit die Schlacht der fünf Heere. Also die Schuber gefallen mir auf jeden Fall. So. HDR, HDR, Blu-ray, Blu-ray. Jeweils die Kinoversion und die Extended Version. So, das sind dann hier auch Hobbit gewesen. Ja, so nebeneinander sehen die auch schick aus. Das Bein ist nicht schlecht. Man kann die auch so aufstellen im Regal, wie man es möchte. Ja? Also, mal schauen, wie es dann bei mir dann im Regal aussehen wird. Ob ich die Box einfach nur so hinstelle mit der Banderolle drauf und fertig. Ja, manchmal hat man ja auch keinen Platz. Da muss man schon sich ein bisschen Sachen überlegen. Ja, die Gefährten. Top-Film, damit hat es ja angefangen. Da war ich so geflasht, als ich den ersten hier gesehen habe. Dann hat man immer warten müssen. Ich glaube, das war dann immer so ein Jahr, bis der zweite kam und dann nochmal ein Jahr, bis der dritte kam. Also jedes Jahr kamen die dann in die Kinos. Ups, ja, die letzte Disc ist immer irgendwie lose. Aber wenigstens hier keine Fingerabdrücke drauf. So. Also apropos die Box, also ich war vorhin auf Amazon unterwegs und da gab es wieder welche. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Retouren waren oder wie auch immer. Aber falls jemand Bock hat und eventuell das Video hier sieht, die Box ist zurzeit, also um diese Uhrzeit, wieder verfügbar. Und ja, falls jemand die Box auch haben möchte, die nächsten Tage reinschauen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es welche gibt, denen die Box jetzt nicht gefällt und die dann
halt, ja, die werden dann zurückgeschickt oder wie auch immer. Die zwei Türme. Also ich muss sagen, ich werde sie nicht zurückschicken. Also erst sind sowieso schon aufgemacht, aber ich will die auch gar nicht zurückschicken. Also ich, wie gesagt, ich habe mir schon Videos davon im Ausland angeguckt. Die haben, die Box hat mich halt überzeugt. Ja. Ja, klar, ein bisschen teuer, aber wie gesagt, wenn man was Spezielles haben möchte, je nachdem, ob es für manche auch was Spezielles ist, ist ja nicht so viel irgendwie dran. Ne? Also das ist jetzt hier einfach gemacht, ja. Pappschuber mit Emirates. So, das sind die Filme gewesen. Jetzt kommen wir natürlich hier zu dieser Box. So sieht's dann aus. Machen wir mal auf. Ich will das jetzt nicht so knicken. Aha. Ich gehe es dann einfacher von unten. So sieht es von innen aus. So. Oh, okay. So. Da befindet sich nichts mehr. Ja, okay. Fangen wir hier erstmal mit den Produktionsnotizen, Fotografien, Kostümskizzen. Bilder auf jeden Fall. Und auch was zum Nachlesen. Also falls, könnt ihr dann gerne irgendwie auf Stopp drücken. Ich gehe jetzt mal die Seiten komplett durch. Hier. Das kann man auch gut sehen. Ich werde versuchen, das Video in 4K hochzuladen. So. Dann ist die Schärfe natürlich auch da, ja, in 4K. Fertig. Hier gibt es noch eine Bonus-Disc Specials. Also ich brauche auf jeden Fall Urlaub, den werde ich auch bald haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt alles sichte, die Filme und komplettes Bonusmaterial. Ich werde es versuchen. Dann gibt es hier noch so Karten. Also erstmal die Banderolle weg. Wie sieht dann so aus? Das Auenland. Okay. Die Gefährten. Zwei Türme. Völker des Königs. Mittelerde. So, und dann
Ja, ich weiß schon, hier befindet sich der Ring. Ja. So, das ist dann aufgemacht. Der Beutel. Befindet sich schon noch in so einem Beutel drin. So wie ich es will. Ich probiere jetzt ist die Schärfe da. Und jetzt natürlich. So sieht's aus. Das ist halt das Unboxing zu dieser 4K-Box gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde die Box schicke. Also mir gefällt sie. Das war's. Mit diesem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, ja? Ciao!